Eigentlich wollte Fauna Pot ihren Instagram-Followern einen romantischen Augenblick mit Ehemann Franjo demonstrieren. Doch das ging gewaltig nach hinten los. Und Ehemann Franjo waren gemeinsam im Urlaub in den Bergen. Auf wollte die Werbeikone ihren Followern einen Liebesbeweis demonstrieren. Die Aktion ging nach hinten los und wäre beinahe ins Auge gegangen. Gorn, da wollte 52 ihren Followern auf Instagram wohl demonstrieren, wie verliebt sie und ihr Ehemann nach wie vor sind. Die romantisch geplante Aktion ging allerdings gewaltig nach hinten los. Statt ein Küsschen für die Kameras gab es für Fauna eine peinliche Abfuhr und für Franjo beinahe ein verletztes Auge, doch von vorne, die einstige Werbeikone und ihr Ehemann Franjo haben sich ein paar erholsame Tage in den österreichischen Bergen gegönnt. Auf hatte mehrere Bilder in der vergangenen Woche von ihrem Aufenthalt in Gorn am Wilden Kaiser gepostet. Ein Beitrag geteilt von @fauna.pot am Juni 29, 2020 um 11.01 PDT am Montag hieß es dann zurück nach Hause für das Promi-Paar. Davor nahm Fauna aber noch einen kleinen Clip für ihre auf. Dabei spaziert die 52-Jährige zusammen mit Franjo bei Nieselwetter mit einem Regenschirm durch die Bergkulisse. Franjo warte, ruft sie ihrem Liebsten gleich zu Beginn der Aufnahme hinterher. Der hetzt, womöglich vor dem Regen flüchtend, vorneweg und wirkt etwas gestresst. Fauna scheint aber ihren unbedingt eine harmonische Szene mit ihrem Mann demonstrieren zu wollen und läuft Franjo hinterher. Schatzilein, ich lieb dich doch, flötet sie ihm mit zahlreichen Luftküsschen entgegen. Als sie ihn eingeholt hat, zerrt sie ihn zu sich und fordert, geht mal küsschen. Dabei sticht sie ihrem Mann aber offenbar mit einer Spitze ihres Regenschirmes fast ins Auge. Aua! Hört man ihn klagen, als er sich unter dem Schirm wegduckt. Statt das gewünschte Küsschen zu schenken, lässt der 50-Jährige seine Liebste im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen. Nun gut, nicht ganz. Sie hat ja ihren Schirmpunkt und auch als ihn nochmal bittet, er möge doch unter den Schirm kommen, raunt nur angefressen. Nein, ich will jetzt nicht unter den Schirm und geht weg. Bleibt zu hoffen, dass der Urlaub ein harmonischeres Ende genommen hat, als diese etwas misslungene Demonstration kürzlich sorgte. Indessen macht